Ich muss meine Freundin wieder zum Arzt bringen. Sie hat wieder eine eigene Meinung und Gefühle. Der Arzt kümmert sich echt gut um sie, denn sie hat mir gesagt, dass bei der ersten Sitzung der Arzt mit einer Massage an ihrem weiblichen Lustzentrum ihr Körper in Ekstase versetzt wurde und sie sich seitdem entspannt hat. Seitdem geht sie ziemlich oft zum Arzt, was langsam wirklich teuer wird. Vielleicht investiere ich doch in so eine Art Granville's Hammer, der anscheinend die Arbeit von dem Arzt übernimmt. Seitdem ist sie viel glücklicher die meiste Zeit, aber so einmal in der Woche muss sie schon zum Termin hingehen beim Arzt. So oder so ähnlich hätte ein Brief aussehen können im 18. und im 19. Jahrhundert. Da damals Hysterie für Frauen eine echte Diagnose von Ärzten war für eine Krankheit. Und wenn die Frau an Hysterie litt, war es auch eine ganz normale medizinische Behandlungsmethode, als Arzt ihr einen Orgasmus zu verschaffen. Und ja, falls ihr euch vorher gefragt habt, Granville's Hammer war so ziemlich der erste elektrische Vibrator und ein medizinisches Gerät. Ja, Leute im 18. und 19. Jahrhundert konnten schon ziemlich weird sein.